Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Wer ist der König von Siam? Amadeus? Was machst du, wenn ich dir ein Bein breche? Chefarzt Johnson rufen? Wo bist du her? Harefield. Willkommen bei Al-Kid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, Al-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige Trixie Trotter. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense. But I don't care. Aus dem Weg, Kleiner. Ich muss meine Sorgen ertränken. I am my own superintendent. My star is on the ascendant. That's why I don't care. I don't care. I don't care. What people think of me. I'm happy, go lucky, and say I am plucky. So jolly and carefree. Hey, woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Harry Callahan. Niemand, ich meine, du kennst mich nicht. Ich komme ganz woanders her. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti-Gang gehören. Ist das so? Ja? Beweis es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir! Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie von meiner, aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Harry Callahan hier wirklich bei der Aktion Sacramento dabei. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Wieder da. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kid ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du, du könntest deine Kankan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kid.
Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Sie sagten, Kid sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kid nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor, verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Kom-von-Kid-Loskarte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kid kann man nicht vorsichtig genug sein. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kid in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur McFly gesprochen habe. Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich... Du weißt schon, was brauchen. Ich mag Ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. I don't care. Was ist das? Der Text für einen Ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kid Tennen wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen... Hey, hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Hey, du. Redest du mit mir? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Ach, hör auf, Eddie. Er ist irgendwie niedlich. Glaubst du kannst einfach hier reinspazieren und mir das Mädchen aussparen? Vielleicht. Was willst du dagegen tun? Du feige Sau? Das reicht. Jetzt bist du dran. Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen. Ich kenn dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo her? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja. Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? Woohoo! The rent's unpaid, ja, dear. Was ist denn mit dem Problem? Ach, ich will nicht selbst. Ich will hier, um fröhlich zu sein. Like Halleluja! In the winter, in the summer, don't we have fun? Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Das ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten.
dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kit Tennant zu verhaften? Heute noch? Stimmung darüber zu reden. Ich will nur trinken, um Trixie zu hören. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. News, it's rage. I'm overflowing. I've asked my doctor and psychiatrist too. They tell me that there's not a thing I can do. There's no consoling and there's no controlling Danny. This rage. I'm overflowing. Nun, was die Probleme angeht. Geh weg, ich trinke. Daytime, nighttime, dann bis später, Danny. Ich bin hier. In a radiator gauge. Summertime, wintertime, spring or fall, it's rage. Demon. Volcanoes blow the tops and tidal waves crest. But there's a force in nature worse than the rest. There's something that I've gotta get off my chest. It's rage. I'm overflowing with rage. I'm like a villain on a stage. You're a lion in a cage full of... Come to me, my melancholy bear. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Danny! Every cloud must Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs. Als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann zu allem Überfluss ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Es gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu. Ja? Ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Hey.
Secrets are for sharing, love. They're not meant for blaring, love. Whisper in my ear, so no one can hear. Shh. Whisper in my ear, let me read you soft and clear. Don't make it fortissimo, make Danny. It pianissimo. Whisper was das Geheimnis ear. Angeht. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Was ist mit Artie McFly? Wird er nicht seit 2 Monaten vermisst? Das stimmt. Und alle Spuren deuten auf Tennant. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihnen etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm? Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a buzz. But smiles were made, dear, for people like us. Danny! In the winter, in the summer, glaub mir, don't we alles have wird fun? Gut. Hör einfach der Time's Musik zu. Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Pass auf dich auf, Danny. Oh, God. Edna! Was? Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Willkommen zurück. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Hey Trixie, sieh mal da. Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut.
you should care, what people think of you. Sie hat recht, ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen Geist gegen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kid Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Trixie? Ja? Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kid in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur McFLY gesprochen habe. Toi, toi, toi. Danke. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein. Gut gemacht. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Trixie? Ja? Ich habe Arthur gefunden. Er übernachtet im Waffenladen. In diesem Loch? Das ist gar nicht sein Stil. Ja, naja, jedenfalls sollen Sie sofort rüberkommen und mit ihm über die Beweise sprechen. Ich kann nur 5 Minuten Pause machen. Überrede ihn, herzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er diese Idee so attraktiv findet. Scheint fast so, als würden wir beide in einer Sackgasse stecken. Toi, toi, toi. Danke. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ist Adi noch hier? Er ist im Badezimmer.
Hey, Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein, ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Keine Sorge. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Q-Ball. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du! So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Trixie? Pause ist vorbei, Q-Ball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kid. Nein, ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Toi, toi, toi. Danke. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer.